am Bretter. Deckel haben sie jetzt alle. So. Grüß Sie, hallo. Grüß Gott, hallo. Ich brauche ein Bretter, mei, so für 8 Leute. Da haben wir ja hier einen schönen, also für 8 Personen eigentlich ideal. Geht für alle Kochplatten, Gas, Elektro, Ceran, Induktion. Sie haben durch die Emaillierung eine leichte Reinigung, dadurch auch ein nickelfreies Kochgeschirr, womit Sie Ihre Speisen drin aufbewahren können. Ah, das ist gut. Jetzt bloß wegen der Farb. Darf ich den vielleicht noch in einer anderen Farb geben? In Schwarz? Ich schaue gerne nach, ob wir den in Schwarz für Sie gut, da wunderbar. Haben. Ja? Sehr gut. Also. Grün. Fräulein Wund. Let's spend the night together. Now I need you more than ever. You say goodbye, I say hello. When I wake up in the morning light, I pull on. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Heute dreht sie in der Freizeit alles um das Kochen im Tontopf. Ich zeig gerne, wie sie ein Drei-Gänge-Menü für die ganze Familie kochen können, welche Weine dazu passen und warum diese Art zu kochen nicht nur gesund ist, sondern auch den Geldbeutel schont. Römertopf. Mei, ich weiß jetzt auch nicht. Ich meine, es gibt ja bestimmt irgendeinen Grund, warum man darin nicht mehr kocht. Vielleicht ist es aus der Zeit gefallen, oder wie? Es hat halt so ein Hausfrauen-Image. Ja, ich habe auch, als ich Koch gelernt habe, meine Mutter ist da mit dem Römertopf gekommen und hat gesagt, was willst du mit dem blöden Römertopf? Das war so ein altbackenes Image. Ja. Man ist dann mehr auf diese ganz allermenüde Küche, dass man also nur noch kurz alles andreht, die Jakobsmuscheln, das Gemüse etc. Dann kam der Wok, die Kochshows, die Convenience-Produkte. Ich halte den Römertopf aber für sehr zeitgemäß. Du kannst alles machen. Du kannst Vorspeise machen, Hauptgang, Dessert. Es ist sehr gesund, du brauchst kein zusätzliches Fett, es brennt nichts an, der Ofen bleibt sauber. Es ist einfach genial. Und es gelingt immer. Ich weiß gar nicht, wie es gehen kann, dass im Römertopf was nichts wird. Das ist unglaublich. Der Mann, mit dem ich heute unterwegs bin, ist gelernter Koch und will mich vom Revival des Tontopfs überzeugen. Otto Geisel. Er kennt sie alle, die großen Meister am Herd, von Eckhard Witzigmann bis hin zu den aktuellen Sterneköchen. Und er engagiert sich für gute Ernährung, vor allem in der Gemeinschaftsverpflegung, wie in Krankenhäusern, Kantinen oder Altenheimen. Und jetzt will er mir sagen, dass die Kochart aus den 60er und 70er Jahren im Tontopf noch immer zeitgemäß ist. Ja, da bin ich gespannt. Kalbshaxe als Vorspeise. Ja, weil Kalbshaxe ist halt Hauptgang, finde ich oftmals zu mächtig. Wir schneiden sie dünn und machen das als Vorspeise. Bin schon da, ja. Grüß Gott. Grüß Gott. Was darf es denn sein für Sie? Eine schöne Kalbshaxe. Zwei schöne habe ich da. Da dürfen Sie jetzt eine aussuchen, was Ihnen gefällt. Ich bin ja bei der Grässern. Die hat jetzt 2 Kilo 205 Gramm. Und der Preis ist dann 26,24. 26, ja, das machen wir. Oder? Das kostet es eben, aber weil wir es als Vorspeise machen, reicht es ja gut für 10 Personen. Dann relativiert sich der Preis natürlich. Und dann bist du bei 2,50 Euro, 2,60 Euro pro Person. Ein bisschen Salat noch dazu, dann sind wir bei 3. Dann packt man das schön ein. Haben Sie auch einen Römertopf eigentlich? Nein, ich habe keinen Römertopf. Kennen Sie einen Römertopf? Ja, den kenne ich noch. Haben Sie im Römertopf einmal gekocht? Eigentlich nicht. Nein, Römertopf verwende ich eigentlich weniger. Aber man kann alles natürlich immer ausprobieren. Ja. Man muss alles immer ausprobieren. Und wo es am besten schmeckt, so machen wir es natürlich. Gell? Ja. Sehr danke. Wunderbar. Dabei, danke sehr. Vielen Dank. Wiederschauen. Wiederschauen. Ja, immer frisch, gell? Super. Das lohnt sich halt, Metzgerei zu gehen, die selber schlachtet. Mir ist das Frische einfach lieber als abgepackt und weiß Gott, wie lange gelagert. Ein Vakuum ist also. Ja,
Frisch ist besser. Keine Frage. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. Jetzt schauen wir mal nach dem guten Gemüse. Gmirs. Ja, genau. Genau. Hallo, grüß Gott. So, grüß Gott. Was darf sein? Wir hätten gerne ein paar Petersilienwurzeln. Die haben eine schöne Süße. Aha. Kombiniert mit den gelben Rüben. Perfekt. Danke sehr. Bitterstoffe kriegen wir hier von dem Puntarelle. Das ist ein Löwenzahn- oder Zicoriengewächs. Hab ich noch nie gesehen, gell? Setzt sich immer mehr durch. Früher hat man gesagt, bitterer Salat, was soll denn das? Ja. Und inzwischen glaube ich, dass die Leute begreifen, es tut ihnen ja auch gut. Für die Verdauung gut, für die Leber ist gut. Dann brauchen wir noch ein bisschen Radicchio, da müssen wir dahinter gehen. Alles bitter. Ich denke, es tut einem besonders gut. Und es schmeckt halt auch, weil es so einen Spannungsbogen gibt. Die wissen genau, was sie wollen. Das heißt, sie wissen genau, was sie kochen. Ja. Sehr gut. So soll es sein. Jawohl. Wir machen das nämlich im Römertopf. Im Römertopf? Römertopf, das war die 70er Jahre. Da war das Bei uns hat es das auch immer gegeben. Meine Mama hat da viel gekocht damit. Und dann wollte ich es auch mal ausprobieren und habe ihn nicht gewässert. Und dann hat es Knall gemacht und dann war das Ding kaputt. Ihren schönen Korb. Ah, vielen Dank. Danke. Ihnen. Wiederschauen. Wiederschauen. Ciao. Haben wir eigentlich schön eingekauft, oder? Haben wir es. Das ist jetzt für die Vorspeise. Tue ich da her, tue ich den da her. So. Es ist eigentlich schon. Die Frage, warum der eigentlich so aus der Mode gekommen ist. Ich kann es mir nicht erklären. Aber ich glaube auch, dass man den Leuten mit komischen Rezepten einfach was vorgespielt hat, was nicht stattgefunden hat. Ja, dass man da gesagt hat, man kann alles drin machen. An Fisch und Kleingeschnittenes und so weiter und so fort. Das stimmt halt nicht. Das heißt, man muss den da lassen, wo er hingehört, der Römertopf. Ganz genau, das ist, glaube ich, der Punkt. Römertopf heißt immer, man braucht Zeit. Das ist ein langer Kochprozess von mindestens 2 Stunden. Der Tontopf-Tipp von Vertreter Schmidt. Ein Römertopf kostet je nach Größe zwischen 30 und 100 Euro. Angefangen von der kleinen Form für den Bratapfel bis hin zum Riesenschiff für die Gans. Wollen Sie Ihr Kochwunder lange behalten? Dann wässern Sie den Topf vor Gebrauch mindestens 10 Minuten lang. So verhindern Sie ein Zerplatzen während des Garvorgangs. Schön? Schön, schön, gerne. Schön. Wir nehmen das Kleine, die breche ich so raus. Das kochen wir ganz kurz in Salzwasser. Die waren jetzt einmal zumindest. Das ist schon super. Ich würde es jetzt vielleicht der Länge nach noch halbieren. Das darf nicht zerfallen. Das muss ja eine gewisse Garzeit aushalten. Je kleiner man schneidet, desto schneller ist es natürlich durch. Also ich habe die gelbe rum drin, die Petersilienwurzel, das Fleisch drauf, alles ein bisschen salzen. Ja, das reicht vollkommen. Keine Brühe, kein Wein, keine Flüssigkeit, kein Öl, keine Butter, nichts. Null. Sicher? Ganz sicher. Und das gart jetzt dann im eigenen Dampf. Zum Schluss werden wir da eine ganz wunderbare Fond haben, eine Brühe, die aus der Kalbsachse kommt. Das ist das Wertvollste überhaupt, was sonst beim Braten in der Regel verloren geht. Die passt ja gerade so schön rein, gell? Also in den Topf. Ja, deswegen haben wir den Topf auch rausgesucht. Es sollte immer so sein, dass das, was ich da drin gare, perfekt reinpasst. Es soll nicht da so handbreit links und rechts Platz sein. Und der muss ganz plan schließen. Das hörst du. Wenn so ist es gut. Wenn so macht es nicht gut. Und so stellen wir es einfach in den Ofen. In den. Achso, müssen wir den. In den kalten Ofen reinschieben. Kalten Ofen. Kalter Ofen. Das muss kalt beginnen. Auch das ist wichtig. So. Gut, dann. Wie viel ist drin? 200 Grad. So. Ja. Gut. So, jetzt ist die Messer. Was darf man denn dazu trinken eigentlich, wenn man was trinken darf? Ein Grauburgunder aus Baden, genau gesagt vom Kaiserstuhl. Und? Fein.
finde ich schon sehr ausdrucksvoll, aber trotzdem elegant. Und das ist genau das, was wir suchen. Grauburgunder ist jetzt für mich auch eher ein ernsterer Wein, der zu so einem Wintergericht ganz gut passt. Hat keine starke Säure, hat, obwohl er in der günstigsten Preisklasse ist, schon sehr, sehr viel Ausdruck. Was heißt günstigste Preisklasse? Was haben wir da? 9 Euro. Das Glasl. Die Flasche. Und Ihre Geschichte im Römertopf? Lange Geschichte. Eine lange Geschichte. Fangt wo? Ja gut, die beginnt bei meiner Mutter, die ja auch in den 70er Jahren mit dem Römertopf experimentiert hat. Das eine mal mehr gelungen, das andere weniger. Ich habe dann später Koch gelernt und dann war das für mich einfach gebrandmarkt als typisches Relikt aus der Hausfrauenküche. Mit dem wollte ich ja nichts zu tun haben. Das war mir unter der Ehre. Ja, und dann isst man mal das beste Paprikahühnchen, das man je gegessen hat und hört, es kommt aus dem Römertopf. Und dann setzt man sich mit der Sache neu auseinander. Und so ist es bei uns in unserer Familie heutzutage eigentlich mit das beliebteste Kochgerät, das wir haben. Weil das macht man nicht für sich alleine. Ein Römertopf, da muss man schon mal mindestens für 2, 3, 4 Personen kochen. Es duftet wunderbar, wenn man da was morgens am Sonntagmorgen in den Ofen tut, dann duftet es halt bis um 12 Uhr mittags. Und jeder weiß, es gibt was Gescheites zum Essen. Auf die Römer. Jawohl. Marc vom Kaiserstuhl, 3 Jahre Eichenfass. Wie lange müssen wir rechnen, ungefähr? Die Haxe war 2,2 Kilo schwer. Und da rechne ich zwischen 2,25, 2,5 Stunden. Also Pi mal Daumen pro Kilo Gewicht, was da drin ist, eine Stunde. Cool. Dass man mal reinschaut, wie weit das ist? Bitte nicht. Nicht? Nein, nicht aufmachen. Aber es riecht schon. Das ist ja richtig. Was man so wunderbar sieht, dass das Fleisch einfach sich vom Knochen löst. Heißt, dass es gar ist. Es bleiben keine Reste im Knochen. Es löst sich einfach. Das zeigt mir, es ist komplett gar, wenn der Knochen so blank da ist. Also das schöne Fleisch lassen wir jetzt ein bisschen ruhen. Und dann entspannt es auch. 10 Minuten, Viertelstunde auf jeden Fall ausdampfen lassen. Derzeit machen wir den Salat. Also das ist ja doch ganz schön viel Soße eigentlich. Gell? Das ist viel, ja. Das ist die Essenz eigentlich. Und das geht sonst verloren. Ach, doch schon hier. Sensation. Na ja, gut, wenn man kochen kann. Hätten wir also die Vorspeise. Warmer Salat mit feinen Scheiben von der Kolbshaxen und bunter Rübenvielfalt. Brauchen es aber jetzt nicht mitschreiben. Alle Rezepte gibt es auf unserer Internetseite. Also weiter zuschauen und genießen. Für unsere Ente bräuchte ich bitte ein bisschen Rosmarin, Blatt Petersilie, ein paar gute Zwiebeln und für das Kartoffelpüree halb weich kochende Kartoffeln. Sicher? Ja, ja, absolut. Oder? Was passt da dran nicht? Wenn es schmeckt, passt. Kein Blaukraut. Kein Blaukraut? Nein, kein Blaukraut. Die Ente hat so einen guten Geschmack. Und das, so, das zu überlagern mit dem Blaukraut, macht für mich keinen Sinn. Okay, haben wir. Was brauchen wir? So, jetzt brauchen wir nur noch für die Nachspeise. Da gibt es einen Bratapfel. Da braucht man einen Apfel, der ein bisschen Säure hat. Da hätten wir jetzt entweder den Spitzleder, eine alte Sorte, oder den normal den Boskop. Beide schön. Beide sehr schön. Aber ich sag mal, na, wir probieren es mit dem. Ach so, ja, weil der so klar ist, meine ich. Erstens das. Zweitens, glaube ich, ist er vom Geschmack interessanter und hat eine schöne Säure. Okay, dann nehmen wir von dem. Wie viel möchten Sie? 10 Stück, bitte. Jawohl. Ah, dann passt es wieder. Dann passt es wieder. Ja. Genau. So, da. So. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott, Benannt. Was hätten Sie gern? Eine schöne Bauernente. Eine schöne Bauernente. Ja. Und wie groß sollte die Ente ungefähr sein? So wird die ja, genau. Ja, von Saulanger. Super schöne Ente. Ja. Und bei Ihnen wie immer trocken gerupft. Trocken gerupft, ja. Ja. Kann man die nass anrufen? Ja, wenn man sie mit heißem Wasser brüht. Und das ist dann nicht so gut, oder? Ja, ist nicht so ganz gut. Weil dann wird die Haut so ein bisschen vorgekocht. Und dann wird es nicht mehr so knusprig und so fein. Ah ja, die gut. Nehmen wir jetzt. Die nehmen. Ja? Haben wir nämlich im Römertopf. Im Römertopf, gut. Haben Sie einen Römertopf? Gehabt. Gehabt, ehrlich? Ja. Und? Ich habe ihn, glaube ich, mit Absicht dann kaputt gemacht.
Uns hat das nicht so zugesagt. Vielleicht habe ich es auch falsch gemacht, ich weiß es nicht. Das ist schon sehr lang her. Genau, dann lasst es euch gut schmecken und einen schönen Tag. Gell? Danke, ja, servus. Hauptspeise? Ente. Ente, ganz genau. Und genauso einfach wie die Haxe. Hätte man irgendeinen Tipp für die Anten, bevor ich die in den Rümertopf reinschmeiße? Es sind ein paar Kleinigkeiten zu beachten. Vielleicht eine oder andere Federkiel, der da vorne noch drin steckt, den zieht man dann so raus mit dem Messer. Einfach damit es sauber ist. Dann nehme ich ein bisschen das überflüssige Fett hier weg. Das brauche ich nicht. Das macht nur den Fond nachher fett. Und dann löse ich hier hinten ganz einfach diese Sehnen, weil? Dann kann sich dieses Muskelfleisch schneller zurückziehen. Wenn die Ente gart, dann wird es hier schön kompakt und bleibt saftig. Ganz wichtig ist natürlich, dass der richtige Topf gewählt wird, der auch die richtige Größe hat, dass die Ente ohne Gewalt da reinpasst. So geht es gut. Wir salzen die Ente ein bisschen von innen, natürlich auch von außen, aber innen ist wichtig, das vergisst man meistens. Ein kleiner Bund Petersilie. Tun wir rein, gleich als erstes einen Rosmarinzweig für die Würze und dann so 3-4 Gemüsezwiebeln. Die kommen in die Anten? Genau. Das hilft der Ente auch, weil dann bleibt sie schön in Form. Und es ist auch Flüssigkeit. So, und die gart jetzt da in der Haut. Und das ist dann hinterher zu dem Fleisch mit der Soße und dem Kartoffelpüree ein Gedicht. Fertig, oder? Fertig. Weil jetzt habe ich ja überhaupt gar nichts gemacht. Also ich habe ja weder was geschnitten noch abgeschält, noch gar nichts. Also ist ja noch einfacher. Das ist einfach kochen. Einfach gut kochen. Einfach gut kochen. Der Topf ist natürlich wieder gewässert. Die Ente kommt jetzt in den kalten Ofen, 2 Stunden bei 200 Grad. Und dran denken, zwischendurch nicht reinschauen, weil... Das wäre total Schaden. Total Schaden. Mhm. Ja, dann haben wir Zeit jetzt, gell? Weil es ist ja nichts mehr zum Dauern, so richtig. Gut, dass der Herr Geisel vereidigter und öffentlich bestellter Weinsachverständiger ist. Der hat zu jedem Gericht die richtige Weinempfehlung. Hoffmann Tauberschwarz, den nehmen wir, glaube ich. Tauberschwarz, ja, ja, das ist der Wein vom Winzer Hoffmann. Den haben der Otto Geisel und ich bei einer Tandemtour durchs Taubertal kennengelernt. Damals haben wir ihn auf seinem Weingut in Röttingen besucht. Und hier in den Barrikfässern und in den da hinten ist Tauberschwarz. Tauberschwarz? Tauberschwarz ist eine uralte Rotweinsorte, die es nur bei uns im Taubertal gibt. Die gibt es hier seit Urzeiten, ist dann allerdings in Vergessenheit geraten, weil sie ein bisschen anspruchsvoll war wahrscheinlich. Und vor 30 Jahren wiederentdeckt worden. Und der Jürgen Hoffmann hat da wieder ein Stück Kulturgeschichte geschaffen. Also die Jünger graben die alten Sachen aus, hä? Ja, so ist es. Oder halt auch wieder. So. Na, wir erhalten Kulturgut. Und es schwierig ist die Rebsorte auch noch dazu. Weil? Oder sagen wir mal so, es ist pflegebedürftiger als andere. Sie ist pflegebedürftiger, aber man wird belohnt, wenn man sie gut pflegt. Da ist ja der Tauberschwarz. Und er wächst da auf Feuersteinen. Aha. Und darum heißt sie Lage Röttinger Feuerstein. Und warum ist er so schwierig? Weil er so steil ist? Nein. Auch weil er steil ist, aber die Rebe an sich macht sehr viel Arbeit. Man muss sehr viele Blätter rausmachen. Von Haus aus hat er etwas zu viel Trauben. Die muss man entfernen, weil wenn zu viele Trauben am Stock sind, dann gibt es keinen guten Wein. Und den hast du dann praktisch wie gefunden? Den hat man Ende der 70er entdeckt. Und zwar gab es da mal einen sehr strengen Winter. Aha. Und damals sind sämtliche Reben erfroren im Taubertal. Und im Frühjahr ist ein einziger Weinberg im ganzen Taubertal wieder ausgetrieben, als wäre nichts gewesen. Und das war der Tauberschwarz. Und da gab es noch 400 Reben in einem Seitental der Tauber. Und wir haben ihn seit 97 wieder. Das heißt, der ist ja eigentlich schon so weit, dass man dann trinken kann. Und falls Sie jetzt die Sendung über die Weine im Taubertal verpasst haben, ist überhaupt kein Problem. Schauen Sie doch einfach in unsere Mediathek oder auf YouTube. Oder noch besser, abonnieren Sie unseren Newsletter. Auch nicht verkehrt. Alle Infos dazu und viele weitere Themen finden Sie auf unserer Freizeitseite im Internet. Und da steht's: br.de Freizeit.
Das wäre jetzt der Wein, den ich mir vorstelle, zur Ente. Kräftig, auch dunkel. Die Ente hat ja auch Kraft und Saft und ein bisschen Fett. Und da helfen die Gerbstoffe natürlich sehr gut. 13%. Ja. Was ist eigentlich mit unserem Kartoffelpüree? Ah ja, das Kartoffelpüree, genau. Dann nehmen wir unbedingt mehlige Kartoffeln. Ein bisschen größer, dann muss man nicht so viel scheinen. Kartoffeln sind fertig. Wunderbar. Kartoffeln ist jetzt ein Topf. Ist ja eigentlich, Kartoffelpüree selber machen ist ja eigentlich. Super einfach. Wahnsinnig einfach. Ja, und gut. Dann das Beste dann, ne? Wasser drauf, kochen. Ja, wir wässern es erst einmal, dass so ein bisschen die Stärke rausgeht. Wässern? Wir gießen jetzt das schon mal ab. Da ist schon genügend Stärke drin. So. Und jetzt kommt frisches Wasser drauf. So lassen wir es dann mal eine halbe Stunde stehen. Und das wechseln wir dann noch mal. Aha. Weil, wenn die Stärke draußen ist, oder Großteil der Stärke, dann wird das Kartoffelpüree einfach feiner und ist nicht so kompakt, nicht so leimig. Kartoffelbarz ist ja nicht so gut. Nein, wollen wir nicht. Zwei Viertelstunde. Genau. Ganz genau, zwei Viertelstunde. Riecht schon. Das ist die eigentliche Sensation. Hier ist die Brühe und das Fett, was jetzt aus der Ente raus gekocht ist im Grunde. Ja. Ja. Das gießen wir jetzt ab. Das gibt dann ein wunderbares Entenschmalz. Das ist ja schon immens, was da an Saft rauskommt. Mhm. Und das verdunstet ja alles im Ofen. Das tun wir jetzt einmal drüber. Dann wird es besonders schön. Wir machen es jetzt richtig schön rösch und schieben sie dann noch einmal ohne Deckel in den Ofen. So gute 10 Minuten, Viertelstunde. Zum Wohlsein. Zum Wohlsein. Ella Batsch. Die Römer haben schon gewusst, was gut ist. Der kommt doch von den Römer, der Tropf. Da gibt es abenteuerliche Geschichten. Sicherlich hat es mit den Römern zu tun. Die haben so gekocht in Ton. Man sieht es heute noch in der Provence oder in Marokko. Die Zigeuner haben es benutzt seit vielen, vielen hundert Jahren. Und in Deutschland ist es halt von einer Firma 1967 als Römertopf entwickelt worden und auch der Name so geschützt worden. Weil es gibt ja andere Hersteller auch noch, die einen Bräter aus Ton machen oder einen Tontopf. Sicher. Oder? Es ist keine exklusive neue Erfindung. Aber letztendlich, egal wer den Topf macht, Hauptsache schmeckt. Der Tontopf-Tipp von Vertreter Schmidt. Kochen mit dem Römertopf ist eine saubere Sache. Nach Gebrauch reinige man ihn mit warmem Wasser, einer weichen Bürste und eventuell einen Spritzer Geschirrspülmittel für den glasierten Teil, nicht für den Deckel. Gerüchen im Topf begegnet man mit einem Spritzer Essig im Spülwasser. Die dunklen Stellen, die durch den Gebrauch entstehen, sind als Patina zu verstehen. Tall
lovely, the girl from Und jetzt machen wir die Nachspeise. Und wo? Natürlich im Römertopf. Und was gibt's? Bratapfel. Oder? Genau. Wir haben hier Rosinen oder Sultaninen. Die werden mit einem weißen Portwein gekocht. Da könnte man auch Traubensaft nehmen oder Apfelsaft. Dann haben wir hier die gehackten Haselnüsse. Die sind vorher geröstet. Man kann es auch mit gehackten Mandeln machen. Ein bisschen Zucker, um den Apfel von unten zu verschließen, damit die Füllung nicht rausfällt. Und obendrauf eine Flocke Butter, die dann schön reinschmilzt in den Apfel. Weil der Apfel hat gar kein Fett. Das heißt, da tun wir zum ersten Mal ein bisschen Fett dazu. Aber das ist einfach für den Geschmack, für die Abrundung perfekt. Gut, dann muss ich ja gar nichts schneiden, außer den Apfel ausstechen vielleicht. Hä? Apfel ausstechen, das können wir gleich mal machen. Okay. Die Sultaninen einfach kurz in Portwein aufkochen. Und wenn's dann schön prall sind, also die Sultaninen, haben's den Geschmack voll aufgenommen. Sie können, wenn's wollen, auch rumnehmen. Geht auch. Fertig, ich war soweit. Dann schauen wir mal. Sehr toll. Gibt ja für jedes Gericht praktisch den passenden Rümer. So ist es. Dann mischen wir die Rosinen mit den Haselnüssen, eine kleine Prise Salz, ein bisschen Zimt. Ach, Salz dazu? Ein bisschen, eine Prise. Das ist immer gut, sonst wird es zu süß. In den Ofen rein. Bei wie viel Grad? Also, ich habe am liebsten 200 Grad. Da weiß ich, was ich habe. 200 Grad und wie lang? Gute halbe Stunde, vielleicht 40 Minuten. Man riecht's. Wenn der Apfel süß aus dem Ofen rausriecht, dann ist fertig. Das schaut ja hervorragend aus. So, Bauernmilcheis dazu. Gar nicht groß mit reines Milcheis. Wäre wunderbar. Oder man nimmt ein bisschen Creme Double mit dem Apfelbrand. Ein bisschen parfümieren, wunderbar. So, schauen Sie mal, da haben wir Ihren Bräter gefunden in Ihrer gewünschten Farbe. Wunderbar, ich nehme den. Den Römertopf. Aha. Genau, weil der ist großartig. Weil, da kann man alles machen. Da kann man Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, alles wahnsinnig gesund. Sie brauchen kein Fett. Ja? Sie müssen bloß darauf achten, dass Sie den halt ein bisschen wässern, dass der nicht platzt und in den kalten Ofen einstellen. Aber ansonsten ist er überhaupt kein Aufwand. Ja? Auch zum Reinigen ist ja überhaupt kein Thema. Wenn Sie einen Herd haben, wo Sie Zeit noch einstellen können, dann tun Sie den einfach alles bestücken, dann stellen Sie den rein. Ja, dann wählen Sie die Zeit ein, wann er sie einschalten soll, der Herd, und dann kommen sie heim und dann haben sie Essen fertig.